Der Nico Elvedi-Effekt ist real. Man nehme ein Team, das in den ersten 4 Spieltagen 12 Gegentore kassiert hat, wechselt Elvedi zur Halbzeit ein und stellt auf Dreierkette um. Und kassiert ab da dann einfach nur noch 2 Gegentore, sicherlich nicht nur alleine durch ihn. Dennoch extrem erstaunlich, wie sehr er die Defensive von Gladbach stabilisieren konnte. Was meinst du, ist...